Der Bonus Level 99! Dicke Party. Wenn der Bodo Level 99 ist, aber ich noch nicht, dann müsste ich doch jetzt mit den Quests, die ich hier abgebe, auch 99 werden. Mal gucken, ob ich auch gleich jubeln darf. 94%. Oh oh. Ich bin ganz ohr. 96%. Ich sagte, bei mir reicht's nicht. Ah doch. Ja, da gibt's eine Quest, die hat auf einmal so BAM, die Ehre des Klingenmasters 5% und BAM, nochmal 7%. Zwei Erfolgsfortschritte haben wir bekommen, wir haben zwei Story-Abschnitte abgeschlossen. Das war die Story rund um Hochfels, denn wie ihr hier seht auf der Karte, naja, da oben, da wo ich hier so... Oh! Ja. Heute ist die Map wieder laggy mit meinem Bild. Hä, warum? Ich verstehe nicht, woran das liegt. Daran vielleicht? Hallo, hallo, hallo. Ich, ohne Witz, ich bin diesbezüglich echt ratlos. Ich dachte, das... Hallo, hallo, hallo. Ich weiß... Oh, das war Black Screen, sorry. Ich weiß noch echt nicht, woran das liegt, warum das mal so ist und mal nicht. Ist ganz komisch. Naja, meine lieben Freunde, ihr guckt auf die Karte. Es ist... Links oben ist Hochfels, da ist der Raid... Seltsam. Jetzt ist halt wieder so. Naja, wir sind eh bald durch, meine lieben Freunde. Zwei Abschnitte haben wir jetzt schon abgeschlossen. Ne, drei sogar schon. Ach du Scheiße. Heidewitzka. Apropos, da gibt's noch einen, den wir abschließen müssen. Und ich würde sagen, Bodo, da marschieren wir jetzt einfach hin, weil ich da Bock drauf hab. Oder wir fliegen hin. Ring der Prüfung. Ah. Das ist nämlich auch so ein kleiner Story-Abschnitt, den es da zu machen gibt. Wir können da ein paar Quests abschließen. Mein Gott, Bodo, wir sind Level 99. Kannst du es glauben, dass wir bald schon wieder durch sind? Bald schon durch, ja. Also bald. Also wenn du mehr Zeit gehabt hättest, dann wären wir in 3 Tagen durch gewesen. Aber so hat es fast 3 Monate gedauert. Irgendwie, aber schön und interessant. Man hat nicht so alles auf einmal, wurde nicht so... Ja, okay, es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Sagen wir, es ist deine Schuld. So, guck mal, hier haben wir nämlich zum Beispiel den Kampfveranstalter. Und hier müssen wir den Malmhammer besiegen. Wir machen jetzt mal nur das, Bodo. Okay. Dazu musst du, muss ich dann nochmal mit ihm reden? Oder mit wem muss ich da reden? Nee, hier ist, glaube ich, ein Typ, mit dem wir reden müssen. Hier drin. Ja, ich komme dann wahrscheinlich in eine andere Phase, Arena-Bereich, da ist er, genau. Weiß nicht, ob man das zusammen erledigen kann, darf, muss. Also ich sehe dich noch und ich sehe noch den Typen. Ja, ich auch. Dann dürfen wir das wahrscheinlich sogar in der Gruppe erledigen, die dann wahrscheinlich dementsprechend viele Leben. 888.000, oh mein Gott. Dat Nummerierung. Die 888k und HT, willst du mich verarschen? Ich kann mich doch sonst nie zünden, lass mich doch. Ja, aber da kommen jetzt noch ein paar schlimmere Kämpfe danach. Du hast gesagt, nur den. Das ist jetzt deine Schuld. Ich sagte nur die Quest. Wir machen nur den im Sinne von nur die Quest jetzt, weil der eine Questreihe hat, der Eberhard. Nein, der Eberhard ist sein Mount, auf das er reitet. Finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Der gute Eberhard. So, aber der Malmhammer, der ist gleich down. Cool, dass man Ring der Prüfung auch zusammen abschließen kann. Hat der Bodo mit HT jetzt mal ordentlich Gas gegeben. So, jetzt musst du nämlich einfach wieder zurück und die Quest abgeben. Und das machen wir jetzt noch 4 Mal, glaube ich. Ah, hättest du das vorher gesagt. Ey. Ja. Ich hätte direkt alles gezündet. Als wäre das nicht klar gewesen. Jetzt kommt nämlich Reißklaue. Und jetzt wirst du nämlich gleich ganz blöd gucken, wenn Reißklaue erstmal da ist und wir haben keinen AT. Käse. Dauert halt einfach 30 Sekunden länger, aber hey. Hab ich gesagt, dass wir AT brauchen? Nee, eben nicht. Alles halb so wild, der hat sogar weniger Leben. Vorhin hatten wir gerade 888.000, jetzt haben wir 666.000. Sehr sympathische Zahlen, muss man schon mal dazu sagen. Die 666k, die sollten wir aber auch runterkriegen. Da brauchen wir alles, aber kein HT.
Weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt schon stark genug dafür sind. Also zumindest jetzt gleich für die schwereren Kämpfe. Da entwaffnet. Oh mein Gott, ich wurde entwaffnet, Bodo. Ja, ich fange an zu weinen. Ja, ne? Wenn das Bärchen entwaffnet ist, ist schon scheiße. Aber Reißklaue ist kein Problem für uns. So. Bin mir nicht genau sicher, wie viele Kämpfe es gab. 5, 6, irgendwie sowas. Was liegt an? Bleib sauber. Als nächstes kommt Holjela. Es hat jetzt nicht ganz so viel mit der Story zu tun, aber es ist trotzdem ein Erfolgsfortschritt im Kapitel, im Story-Kapitel. Hier wird halt der Skill. Den Skill muss man hier unter Beweis stellen. Und wir kriegen wieder eine sehr lustige Zahl. Noch einmal 666k. Als wäre das geskriptet. Als wäre das geskriptet, ja. Aber ist wohl doch ziemlicher Zufall, denn mir war bis heute nicht mal bewusst, dass man das tatsächlich auch im Team machen darf. Hätte ich echt nicht vermutet, wenn ich ehrlich bin. Donnerstammfarm. Na gut, also bisher muss man hier nichts groß machen. Also irgendwie ausweichen oder irgendwie... Jo, ich wurde aufgespießt! Ich habe das Gefühl, die fallen immer schneller. Das Bärchen hat da was im Arsch stecken. Ja, weil wir immer besser werden. Ey, das ist ja hier Skill. Honjela besiegt. So, das war Nummer 3. Gibt's auch einen Champion? Ja, logisch. Aber erstmal kommt der Hauptmann Funkenschlag. Ein kleiner, fieser Goblin. Aber mit Goblins kennt der Bodo sich ja aus, ne? Der haut gerne Goblins. Was? Ja, du bist da eher der Goblin-Hasser Nummer Uno. Wer behauptet sowas? Oh, jetzt kommt der Abfackler, Bodo. Der Abfackler. Der Abfackler. Und 888.000. Es war irgendwie zu erwarten, dass die alle die gleichen Leben haben irgendwie. Es kommt nur auf seine Fähigkeiten an und jetzt wirft er hier nämlich Bomben ab. Eieieiei. Ich glaube, die werden jetzt gleich alle auf Bodo gehen. Bam, aber der Bodo hat noch ein bisschen reagiert, oder? Na, hat schon ziemlich auf die Fresse bekommen. Jetzt, wenn ich das nebenbei nicht wegheile. Ja, für den Bodo ist das hier heute schon wieder ein lahmer Nachmittag, ne? Ein bisschen Furzschaden hier. Der Bodo wird einfach nicht mehr gefordert in WoW. Nee. Bin ich froh, dass er nicht mit uns raidet, denn er wäre restlos unterfordert. Oh, Bodo, du wirst eine Augen machen. Unglaublich, wie wir hier einfach wegmoven und dann ist der Kampf immer noch nicht vorbei, weil der Herr Funkenschlag noch lebt. And it's all over. Wahnsinn, was für ein spannendes Finale. Jetzt der lustigste von allen. Roak der Zelot. Nach Roak bleibt kein Gegner mehr, also rein da und mach ihn fertig. Das war's. Hat er Spoiler. Gesagt? Ja. Ja, dann hätte ich jetzt gesagt zu einer HT, aber... Kann ich das doch. Hat sich irgendwie erledigt, ne? Ja, 1,3 Millionen Leben, das sieht doch schon mal gleich ganz anders aus. Jetzt, Bodo, brauche ich echt alles, was du hast. Am besten HT. Haha, witzig. Au weh. Bist du auch betäubt? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir das hätten unterbinden können. Alter, macht das Schaden. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Ich war noch überlegen, ob ich jetzt HT gezündet habe oder nicht. Natürlich. Blendet euch oh, ab. Oh shit. Macht er jetzt wieder so viel Schaden? Ja. Hilfe. Kannst du mich mal heilen so? Weil wenn ich dir verrecke, wird's ungemütlich. Ich glaube, man kann dem tatsächlich ausweichen, indem man einfach weit weg genug von ihm rennt. Nö, du musst ihn einfach nur umdrehen, du musst ihn mal laufen. Ach so, umdrehen. Ah, weil du geblendet wirst. Oh mein da Gott, WoW ist viel Notiz, zu logisch. Viel zu logisch. Die haben ja auch noch Realismus ins Spiel gebracht, die sind ja völlig verrückt.
Ja. Völliger Wahnsinn. Ja, ne. Komme ich auch gar nicht mit klar. Absolut abgefahren. So, Roark. Dann ist aber echt Schluss. 1,3 Millionen, da brauchen wir ja doch ganz schön lange für. Ja, weil ich dich nebenbei noch heilen muss. Ja, genau. Zack. Also, wir sind halt nicht zwei DDs, sondern ein Tank und ein DD. Der zum Achtel Heiler ist. Zum Achtel Heiler, ja. Um das mal kurz zusammenzufassen. So, Ring der Prüfung abgeschlossen. Und dafür gibt es jetzt erstmal ziemlich epische Handgelenke. Und der Erfolgsfortschritt, das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Und jetzt werde ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen, bevor wir weitergehen mit der Hauptmission, die uns nämlich da hinten hinbringt. Ich werde mich nämlich mal kurz in die Garnison porten. Ja, mal etwas ganz Verrücktes. Schlimmer Finger, du. Denn ich habe meine Garnison nämlich eine Menge aufgewertet und das dachte ich mir, das zeige ich euch jetzt einfach mitten in der Aufnahme. Wenn man das schon kann, ne? Ist das ein Schlag gegen mich? Nee, du ein könntest Affront? Es auch, du müsstest es nur kaufen. Ihr seht, hier sind nämlich alle fleißig am Bauen, hier steht kein Gebäude mehr. Und wir haben alles jetzt auf Stufe 2 aufgewertet, da fangen wir doch mal damit an. Es ist Zeit für eine Aufwertung! Die Scheune auf Level 2, meine lieben Freunde, da gibt es gleich einen Erfolg für. Und jetzt kann ich hier nämlich diese lustigen Arbeitsaufträge machen bezüglich Fallenstellen. Da kann man dann, da kriegt man dann nämlich gewisses Fleisch und dann kann man hier zum Beispiel Bufffood für den Raid herstellen. Deswegen habe ich die Scheune genommen, weil ich den nämlich mit keinem meiner anderen Chars bisher hatte. Hier bauen wir unsere Verzauberungsatelier hin, das grundsätzlich als kleines Ding nie verkehrt ist, weil du dann das ganze überflüssige Zeug, was du hier zum Beispiel hast, einfach entzaubern kannst. Das werden wir auch ganz schnell mal machen, ja. So, ich bin nämlich hier ein richtig krasser Vogel hier mit meinen ganzen Achievements mitten in der Aufnahme. Jetzt habe ich leider aus Versehen Stiefel entzaubert, die besser waren. Ich sollte vielleicht mal mehr darauf achten, dass ich hier teilweise echt gutes Equip kriege. Stimmt, in Nahkampf kriegt man nämlich echt gutes Equip teilweise. Ich bin immer so irritiert, weißt du, wenn ich was Blaues anhab, dann will ich dann nichts Grünes anlegen, aber... Ja, ja. Holy shit, wann habe ich denn eine epische Zweihandwaffe bekommen? Oha. Das kann ich mir auch nicht erklären. Wow. Die hat 218 Gegenstandsstufe. Die ist ja dann sogar theoretisch besser als das, was ich aus der Garni rauskriege auf Level 100. Wow, die ist richtig gut, ey. Heilige Scheiße, das ist jetzt eine große Überraschung für mich. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Finde ich geil. Gut, dann jetzt haben wir noch schnell den anderen Spaß. Was wir nämlich alles so haben, das können wir nämlich alles, das könnten wir ausrichten, aber Tempo ist was für ein Bodo. Jetzt habe ich hier die ganzen Sachen, die ich dann wieder an meinen Main schicke. Was ist mit dem Teil? Das kann auch noch weg. Deswegen, meine lieben Freunde, ist das Verzauberungsatelier nämlich echt ziemlich nice. So, auf der anderen Seite haben wir noch was anderes gebaut. Und das ist dann die Gerberei. The Tannery. Denn die ist für mich als Lederverarbeitungstyp nämlich recht praktisch. Hier können wir nämlich poliertes Leder herstellen. Das können wir aus dem rohen Tierleder, das wir farmen können durch die Kirschnerei zum Beispiel dann in Auftrag geben. Und daraus können wir uns dann hier ganz lustigen Scheiß machen, nämlich zum Beispiel einen besseren Helm herstellen, wenn man dann irgendwas noch findet. Oder hier zum Beispiel eine 640er Handgelenk. Dafür bräuchte man 100 poliertes Leder. Das ist eine Ansage. Ja, da müsste man ein bisschen für arbeiten halt. Aber dafür ist es ja da. Das ist ja auch sein Job. So, eine Sache haben wir noch, die ist für mich persönlich sehr wichtig. Gerade mit Chars, die einfach nur
blöd bei mir in der Pampa rumparken. So wie der hier, weil der Bodo ja nur einmal die Woche Zeit hat. Nämlich der Zwergenbunker, sodass ich da wenigstens was in Auftrag geben kann. Nämlich für mich sehr, sehr wichtig. Hier kann ich nämlich gegen Garnisonsressourcen diese Verzauberungen für meine Rüstung oder Waffenverbesserung für meine Kollegen aus der Garni nämlich machen. Und das ist ganz praktisch, damit ich wenigstens viel Gold farmen kann nebenbei. Ne? Irgendwo müssen die 100.000 Gold, die du her hast, ja herkommen. 100.000. So. Ja. Auf der Hand so, gerade, zufällig. So, ne? So richtig gut geht's dir auch nicht, oder? Nee. Einfach zu wenig. Ja. Ich könnte mir locker einmal im Monat allein durch meine Garnisons-Gold-Mission könnte ich mir im Übrigen WoW-Spielzeit leisten. Mit den 3 Chars, die ich da parke. Aber ich gebe Blizzard gerne meine 12 Euro im Monat, weil es ist das beste Spiel der Welt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken für diese Folge. Morgen geht es weiter in Nagrand. Wie immer. So klar.